Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ja, wir sprechen jetzt mit Myrine und Brasidas. Die beiden sollen wir nämlich hier oben treffen. Und eigentlich sollen wir ja erstmal die Mission machen, wo wir diesen Krieg gewinnen sollen. Aber ich finde, da sind wir noch etwas zu niedrig vom Level her. Da sind ja die Gegner Level 35, 36, 34 rum. Und das könnte etwas zu knifflig werden. Deswegen machen wir erstmal die Mission hier, töten oder nicht töten. Und die ist ab Level 33 und wir sind 32. Das ist von daher kein großer Unterschied. Deswegen machen wir das jetzt erstmal. Und ich habe mich gerade eben auch mal ganz fix noch etwas umgezogen und so weiter. Habe mir ein paar Pfeile hergestellt. Und habe auch hier diese ganz nette Rüstung angezogen. Die bietet nämlich mehr Schutz uns und so weiter. Aber wechseln werde ich die auf jeden Fall später nochmal. Dort. Endlich sehe ich Martha und Brasi das wieder. Weil vom Aussehen her und so gefällt die mir nicht so gut. Aber Schutz und so bietet die halt viel mehr als unsere bisherige Rüstung. Weil ich bin nämlich nicht so der Gold-Fan. Ich weiß nicht, ich mag irgendwie Gold nicht so richtig. Und wenn ich hier herumrenne als großer, tapferer Krieger, möchte ich natürlich auch gut aussehen. Deswegen brauche ich etwas anderes. Wer bist du? Ich? Ein Niemand. Doch du. Du bist sogar göttlicher als Brasidas das dich beschrieben hat. Hier sollte eine Statue von dir stehen. Brasidas? Was hat er mit all dem zu tun? Krieger, sagte er. Such nach dem mächtigen Krieger mit dem zerbrochenen Speer. Das Göttlich ist von mir. Ich bin nur ein Reisender. Und es gibt mehr als einen zerbrochenen Speer auf der Welt. Und der Adler, von dem er sprach? Welcher Adler? Wo ist Brasidas? Ich muss ihn sprechen. Sicher musst du das. Und die Frau, mit der willst du auch sprechen, ja? Moment. Du bist ihr sehr ähnlich. Sag mir, wo sie hin sind. Das sollte ich. Dafür hat mich Brasidas immerhin bezahlt. Warum tust du es nicht? Er hat nicht genug bezahlt. Wow. Du wolltest also noch mehr Geld von Brasidas. Na gut, so sind aber Söldner. Ich spreche da aus Erfahrung. Wir sind ja auch einer. Von daher, man muss es ja aus der Sicht betrachten, unser Alexius wird es wahrscheinlich sogar nicht anders machen. So, erstmal hier ein bisschen abschießen mit den Pfeilen, würde ich sagen. Das klappt so nämlich eigentlich ganz gut. So, jetzt kommt die Attacke drauf. Zack. Aua. Kollege, lass mich mal wegkicken. Na los. Ah, das tut nicht so gut, oder? Ja, das tut aber auch nicht so gut, was ich jetzt hier abbekommen habe. Was, folge mir? Nein, Mist daneben. So, dann setzen wir dem jetzt hier ein Ende. Oder war eher du? Ich glaube, du ziehst nämlich eher dein Leid in die Länge, Kollege. Kollege Schnürschuh. Weißt du was, ich werde dich damit platt machen. Komm. Bam. Bitte aufhören. Ich werde niemals aufhören. Nur ein Reisender, sagt er. Sag mir, wo sie sind. Oder ich schneide dir das dumme Grinsen aus deinem dummen Gesicht!
Er sagte, du wärst etwas jähzornig. Er hatte recht. Sag mir, wo meine Mutter ist, oder ich schiebe dir mein Speer so tief in deine Kehle, dass du vor den Toren des Hades Eisen scheißt! Bitte! Hab Gnade! Sprich! Sie sind auf einer Klippe, mit Blick auf Tegea! Brasi, das bezahlt dir nicht genug? Wer dann? Rede! Oder ich knüpfe dich an den Eingeweiden an diesem Baum auf! Der Archon! Er zahlt mehr für deinen Kopf, als Brasi das in diesem Leben verdienen wird! Sag mir, wer der Archon ist! Ich will einen Namen! Lagos! Sein Name ist Lagos! Und er ist der mächtigste Mann Arkadiens! Wer das Korn kontrolliert, beherrscht die Welt! Du hast dem Falschen gedroht, Malaka! Ich drohe nicht. Ich verspreche! Harte Hölle! Dich legen wir um! Brief von Brasidas. Bei mir kommt zur Klippe in der Nähe von Tegea. Okay. Gut. Was hätten wir? So, dann auf jetzt zu Myrin und Brasidas. Ja, und diesen Typen, den er gerade meinte, der ihn bezahlt hat. Das ist dort wohl einer vom Kult. Ich hoffe nur den beiden geht's gut, den guten Myrene und Brasidas. Weil wer weiß. Nach ihnen wird vielleicht auch gejagt. So. Na los! Erstmal mische ich aber noch hier vor. Und kurz synchronisieren. Bevor es dann hier weitergeht zu unserem Hauptziel. Einfach weil wir hier in einer komplett neuen Region sind, dass wir dann halt hier auch immer hinreisen können, ganz fix. So. Ich finde solche pinken Bäume ja echt schön. Muss ich echt sagen. Die gefallen mir immer schon sehr gut. So. Ferdinand! Wo bist du? Komm zu Daddy. So, los geht's. Lasst mich durch. Ella. Also ich würde sagen, wir stellen uns gleich noch mal ein paar normale Pfeile her. Weil wir haben eh genügend Holz. Und hier gibt es ein Lager. Lass uns das einfach mal ganz kurz vielleicht abhaken. So, na los, kommt her. Ich hoffe halt bloß, dass wir das schaffen. Weil die halt alle ein Level über uns sind. Ich
durchmähen. Wieder gute Rasenmäher. So. Ich rauf hier auf euch. Ich behalte deinen Kopf als Trophäe. Lass mal kurz hier eine kleine Runde rennen. Da komme ich nicht mit. Nicht mit mir. Ich werde zusehen, wie das Kopfgeldjäger in der Nähe. Na super. Ich weiß nicht, ob mir das gut gefallen soll. So, Feuer. Sehr schön. So, du kannst erstmal nach unten fliegen. Guten Flug. Aua. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Oh, Hilfe. Jetzt flieg ich ja noch runter, oder was? Nee, danke. Das will ich nun eigentlich nicht. Was machen hier Söldner jetzt? Lass mich doch bitte in Ruhe. So, weg mit dir. Ich sagte, weg mit dir. Da hinten kommt nochmal einer. Von diesen Kopfgeldjägern. Ja, lass uns mal hier verschwinden. Ich verstehe sowieso nicht, warum kann ich gerade eigentlich dieses Kopfgeld so nicht komplett wegbezahlen. Woran liegt das? Der Money kann es ja eigentlich nicht liegen. Da haben wir, denke ich mal, wäre dann genug. Aber nun gut, wir machen dann jetzt einfach mal hier weiter. Und den einen oder anderen könnten wir uns vielleicht noch kümmern. Kommt drauf an, wie viele jetzt mir hierher folgen. Nur die eine her. Ja, kommt. Lass uns die mal noch erledigen. Nicht leben lassen. So. Immer drauf auf euch, ja. Ist noch jemand? Na los. Sehr gut. Den haben wir. Das Problem ist, wir haben nicht mehr viel Gesundheit. Okay, erstmal heilen. So, perfekt. Jawohl. Wir haben beide platt gemacht. Ich weide dich aus wie Vieh. Ja, auf jeden Fall gut EP eingebracht. Wir müssen auch noch neue Pfeile herstellen. Wir haben nur noch 6 Stück. Und hier hinten sind immer noch die ganzen Leute. Wir reden aber jetzt einfach mal mit Brasi, das sind Myrine. So, hier sind sie. So. Ein Glück hast du uns gefunden. Ich erhielt deine Nachricht. Der Überbringer ist tot. Er hat dich verraten, Brasidas. Die Kultisten, von denen Myrine sprach. Sie wussten, dass du kommst und müssen Lagos gezwungen haben, ein Kopfgeld auf dich auszusetzen. Wir können in Arkadien niemanden mehr trauen.
Deshalb sollten wir den Kopf des Archons aufspießen. Das ist die Sprache, die der Marionettenkönig in Sparta versteht. Finden wir heraus, was in Arkadien vor sich geht. Wir sollten dieses Lagos-Problem ohne allzu großes Blutvergießen lösen können. Wunderbar. Wir müssen vorgehen wie damals bei dem Höker in Korinth. So wird es geschehen. Was auch geschieht, wir brauchen Lagos lebend. Arkadien ist Spartas Kornkammer. Und Lagos hält sie gefüllt. Dieser Mann arbeitet für den Kult des Kosmos, nicht für Sparta. Dann müssen wir ihn aus ihren Fängen befreien. Warum sollte er aussteigen wollen? Kopfgeld und Drohungen sind nicht seine Art. Lagos ist ein Bauer, kein Mörder. Da kam ich ja gerade rechtzeitig. In der Tat. Aber nun triff eine Entscheidung. Der Plan meiner Mutter ist besser. Ah, mein Kind. Vereint in Blut und Bestimmung. Deine Impulsivität trübt dein Verstand. Tausende von Spartanern sind auf Lagos Korn und Schutz angewiesen. Sein Tod sorgt nur für Chaos. Er hat ein Versteck auf einem Bauernhof nordöstlich von Tegea. Triff mich dort, bevor du etwas tust, was du bereuen würdest. Und was, wenn Brasidas Plan fehlschlägt? Der Archon versteckt sich in der Festung Samikon. Das Monstrum ist nicht zu übersehen. Du kannst ihn zur Strecke bringen, aber sei vorsichtig. Er wird gut bewacht. Dann müssen wir die Verteidigung schwächen. Er hat Unterkünfte voller Wachen und Silos voller Korn. Wäre doch eine Schande, wenn denen was passiert. Ich finde heraus, was Lagos vorhat. Viel Glück, mein Kind. Du verstehst es nicht. Es geht nicht nur um Feuer und Weizen. Es ist persönlich. Das ist Lagos, der Archon. Okay, der wäre dann jetzt hier unser Ziel. Der ist Stufe 35. Wir könnten ihn jetzt schon angreifen oder erst seine Verteidigung und so weiter schwächen. Wäre dafür, wir probieren es einfach mal, ihn umzulegen. Ich meine, abhauen können wir jederzeit noch. Das ist ja von daher nicht so das Problem. Deswegen machen wir jetzt einfach mal dorthin. Wir schauen uns mal so das dort alles an. Und am besten wäre es halt, wenn wir dort eine Art Abgrund hätten oder so. Wo wir ihn runterkicken und dann er dadurch vielleicht drauf geht oder fast drauf geht. Oder halt schleichmäßig viel Schaden zufügen. Müssen wir mal schauen. Aber das könnten wir auf jeden Fall schaffen, auch wenn der ein sehr hohes Level ist. Was ist denn hier passiert? Hier wurde alles verbrannt. Naja, die Sache ist halt, ist es schlauer, ihn zu töten oder ihn leben zu lassen? Wir hatten ja jetzt zwei Entscheidungen. Ich bin halt eher dafür da, dass wir ihn töten, ich weiß nicht. Wir helfen mal ganz kurz hier. So. Aua. Hey, hallo. Mein Spartiat, was willst du denn von mir? Ich wollte euch helfen. Aber nun gut. So, dann legen wir halt hier alle um. So, weg damit. Da auch noch ein Schwein. Noch ein Schwein. Nee, das ist eine Ziege. Lass mich doch in Ruhe. Ich hasse Schweine. Vor allem hier in Assassin's Creed.
Das sind einfach nur richtige Plagegeister. What? Okay, das war ein Bär. Ich würde schon sagen, ich dachte gerade zuerst, ist ja ein Gorilla. Ich wollte schon sagen. Ich war gerade ganz verwirrt, wo ich das gesehen habe. Wie das Vieh so angesprungen kam dort. So, für euch habe ich noch ein paar Schläge hier. Zack. Ella. Aua, das hat wehgetan. Was machen die Schweine denn hier? Die sind mir die ganze Zeit hinterhergerannt oder was? Da reite ich wohl dann doch lieber weiter. Aber zuvor schaue ich nochmal bei Fähigkeiten rein. Was könnten wir denn mal noch upgraden? Das wäre ganz gut. Das möchte ich mir sowieso mal noch holen. Schildbrecher könnten wir uns eigentlich langsam auch mal noch holen hier. Diese bessere Version davon. So. Gehen wir ganz kurz hier rein. Halt, falscher Slot. Hier rein. So. Gut. Weiter. Wenn wir jetzt halt hier noch irgendwie ein Level abkriegen würden, bevor wir zu dem Typen gehen, könnte ich dann halt sehr gute Rüstungen ausrüsten, die wir momentan dabei haben. Aber daran werden wir jetzt bestimmt nicht kommen, ein Level ab. Von daher reiten wir mal weiter zu unserem Ziel hier. Da vorne ist es jetzt auch schon. Wir steigen gleich ab. Wir machen auf jeden Fall hinten rein. Wir müssen hier sehr aufpassen. Wegen der Verteidigung. Am besten möglichst gar kein Aufsehen hier erregen. Einfach nur leise umlegen. Will ich einem Kampf entgehen, muss ich versteckt bleiben. Das Problem ist, das sagt sich so einfach. So. Hier gehen wir hoch, würde ich vorschlagen. Das sollte ganz gut sein. So. Die Burg ist hier hinten ganz schön kaputt. So. Wir müssen weiter nach oben. Kurz rüberfliegen hier über das ganze Gebiet. 35 alle. Huhuhuhu. So, Ziel wird auch noch bewacht. Nein! Wir wurden gesehen. So. Na los, ihr beiden, kommt mit. Wir wurden noch nicht von noch mehr Leuten gesehen. Hier ist der Abgrund. Sehr schön. Da müssen wir die nur runterkriegen. Na los. Jawohl. Sehr schön. Ja. Sehr gut.
Jetzt fliegst du ja auch noch runter. Los! Jawohl! Wir müssen ihn nur noch plündern. Kümmere dich um Lagers. Okay, ja. Also der ist auf jeden Fall so gut wie... Ja, tot. Ich ruhe nicht, bis ihr vernichtet seid. Sehr gut. Damit wäre er Geschichte. Und wir sind nicht mal Stufe 35 gewesen dafür. Aber ich weiß nicht, irgendwie, warum sieht das so schön aus immer? Immer wenn die wo runterfliegen, die Klippe fallen, wenn die dann so schön weit fliegen und dann einfach so schön nach unten. Ich weiß nicht, das hat irgendwie was. Ich liebe das, wenn Leute Abgründe runterfallen. Hört sich krank an, aber ich finde das geil. Zumindest in Assassin's Creed Odyssey. In echt was anderes. Da würde ich schreien. Oder auch lachen. Kommt drauf an, wie es aussieht. Nein, wohl eher schreien oder schockiert gucken. So. Ich hoffe halt bloß, wir bekommen langsam mal wieder etwas mehr EP. Weil der Auftrag ist auf Stufe 35 und wir sind 32. Ich möchte langsam wenigstens irgendwie 33 oder 34 erreichen. Weil sonst ist es halt alles ja ein bisschen zu hoch für uns. Und es gibt halt auch nicht überall und immer einen Abgrund für uns, um die Gegner, die wir erledigen müssen, runterzustoßen. So, dann reden wir mal mit Myrin und Brasidas. Er ist tot. Das macht es kompliziert. Ein Kultist weniger. So einfach ist das. Lagos war einst ein guter Freund. Ich hätte etwas tun müssen. Verzeih, Brasidas. Doch als Lagos sich dem Kult anschloss, war sein Leben verwirrt. Wärst du bei Lagos nur meinem Rat gefolgt, wie du es beim Höker getan hast? Ich folge keinem Befehl. Ich tue, was nötig ist. Es ist getan. Sicher willst du so schnell wie möglich in Sparta Bericht erstatten. Nein, der Wunsch der Könige war eindeutig. Böotien muss unter Kontrolle gebracht und ein olympischer Sieg für Sparta errungen werden. Du hast noch viel zu tun, mein Kind. Myrine, du bist so entschlossen wie eh und je. Du wirst bald in dein Haus zurückkehren. Da Lagos tot ist, müssen Vorkehrungen für Spartas Versorgung getroffen werden. Arkadien ist wieder sicher. Und das Kopfgeld ist aufgehoben. Wir können unbesorgt reisen. Dann lass uns weiterziehen. Das war der Grund dafür, dass wir das Kopfgeld nicht weggekriegt haben. Okay, gut, Leute, da würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss an der Stelle hier mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für mehr Assassin's Creed Odyssey. Und ansonsten, ja, empfehlt mich gerne weiter. Das war's, haut rein und tschüss.